Es ist Zeit für Reactions. Drake, Dark Lane, Demo Tapes. Let's go. Ich bin so hyped. Endlich wieder neue Drake-Musik, Mann. Endlich. Wie lange kann ein Mensch ohne Drake-Musik auskommen? Weiß nicht. Man sagt 3 Tage, wie man ohne Wasser auskommt. Das ist ein Grundnahrungsmittel für mich. Okay. Deep Pockets. Let's go. Brush clean. Ich mach hier gleich mal eine Pause. Ach ja, ich kann nicht ewig lang reacten, weil sonst kriege ich Urheberrechtsverletzungsprobleme. Das ist wieder so ein typischer Drake-Einstieg, wie bei Views. Er erzählt halt, er fängt an, so über sein eigenes Leben zu erzählen und alles. Wie ihn seine Mutter aufweckt und so und zum Schulbus bringt. Der Beat ist ein bisschen langsam, deswegen, keine Ahnung. Ist nicht, ich bin gerade nicht im Mood für langsame Musik, aber ist trotzdem gut. But I want 50s, 100s, not pennies. I need plenty. Got me ready to flip the F out. Der Flow ändert sich nicht unbedingt, also das bleibt auf jeden Fall gleich. Hören wir uns vielleicht nur den ersten Part an? Wir schauen mal. Fendi, whatever's in me, it's taking over. I gotta bust it down, break it open. Until somebody starts taking notice, then we rolling. Yeah, then we rolling. Hey! Hey! Deep pockets on me. Yeah. Ja, das war die Hook. Vielleicht ein bisschen unkreativ, aber Float mag es, wenn er anfängt, in seinen Hooks zu singen, vor allem wenn die Lines und der Flow in den normalen Parts einfach zu monoton ist. Keine Ahnung, vielleicht gefällt mir es einfach, dass so viel Abwechslung drin ist. Aber wir überspringen wieder ein bisschen. Then we rolling. Ändert sich nichts. Also es bleibt auf jeden Fall gleich. Ich bewerte die Lieder je nach Vibe. Ich mache 5-Sterne-Prinzip. Das kriegt von mir 3,5 von 5. Aber nur, weil es ein bisschen slow ist und ich bei Drake immer so die Erwartungshaltung habe. Ey, bring was, was mich zum Tanzen bringt. Nächstes Lied. When to Say When. Das kennen wir schon. Das hat er rausgebracht mit Chicago Freestyle. Ein Zweiteiler. Wir hören uns auch nur den ersten Part davon an. Let's go. Yeah. Somebody on. For real. Hey. 33 years I gave that to the game. 33 mil I say that for the race. Michael Jackson shit but the palace is not for kids. Hey. Michael Jackson shit but the palace is not for kids. Ihr kennt die Gerüchte, obwohl Drake ein krasser Michael Jackson Fan ist. Ich glaube, der Flow bei dem Song ist einfach wieder zu eintönig. Deswegen, weil ich weiß, dass der Flow sich nicht ändert, kommen wir gleich zum nächsten Lied. Chicago Freestyle, Feed Givian. Well, I see
see you at the show tonight. Beginnen wir damit, dass das mit Abstand einer der geilsten Einstiege ist in einen Song. Das hört sich ein bisschen auch an wie von UFO, Bad Girls, Good Vibes. Da ist, glaube ich, echt ein ähnlicher Vibe da. Auf jeden Fall verdammt geil, ich liebe dieses Sample. Gevion, wer ihn nicht kennt, gibt ein G-I-V-E-O-N. Jeder dachte, das wäre Sampa, weil mit dem hat er schon mal einen Song gemacht. Auf Views, glaube ich, war das? Nee, auf If You're Reading This, It's Too Late war das. Ist auch egal. Auf jeden Fall hat er mit dem ein Feature gemacht und jeder dachte, dass die jetzt wieder eins gemacht haben. War aber nicht der Fall. Und er hat dann auf Twitter sich geärgert, ey, das bin ich, nicht er. Gib mir die Credits. Ey. Truck to the plane, to the truck to the hotel lobby. Me, I go through underground garages, presidential suite on the posse. Elevator up to the room, shower up and then we hit the club. Touchdown, gotta see what's up. Area code in my phone. What numbers do I still have? Who do I know from the past? Hit one, she say she got a man. Hit another one, it goes green. Must have changed phones on the team. Remember when you let me in between? Ja, er erzählt halt, wie die ganzen Bekanntschaften ihr Leben weitergelebt haben und nicht darauf warten, dass ein großer Drake sie wieder anruft. Und wie er verzweifelt versucht, nochmal Kontakte aufzubauen mit Frauen in seiner Vergangenheit, denen er was hatte. Ja, ist ein bisschen sad, aber wir kennen Drake. Viele können sich nicht damit identifizieren, weil die sagen, ja, das ist mir zu pussy, der ist mir zu weich und ich bin Gangster und das ist kein Rap für mich und so. Deswegen hat er auch viel Hate bekommen, wissen wir ja alle. Ja, die Hook von diesem Lied ist so geil. All good, chuckle, look around, find one to see my type. Damn, my dog, and he know what I like. He done found me plenty in my life. Problem is, I meet a girl tonight. Then I go and treat her too nice. Galleria credit card swipes. I don't even know. She a wife, but I do know one thing. Women, they come, they go. Saturday through Sunday, Monday. Monday through Sunday, yo. Maybe I'll love you one day. Maybe we'll someday grow. Till then I sit my drunk ass on this one way, on this one way. Okay, weiter brauchen wir nicht hören, weil das Lied ist schon draußen gewesen. Ich habe schon zu viel Eindrücke gehabt davon. Ist keine First Reaction mehr. Die Hook ist von, wer es nicht weiß, von Eminems Spider-Man. Eminems Superman hat er übernommen. Das ist eine Hommage an ihn. Der Flow ist derselbe, er hat nur die Lines ein bisschen geändert. Detroit, ich gebe diesem Lied 4,5 von 5. Es ist übertrieben geil, also trifft genau meinen Geschmack, aber es ist mir dann doch ein bisschen zu langsam. Ah, When to Say When habe ich nicht bewertet. Dem gebe ich 3. 3 von 5. Hat mich überhaupt nicht gepackt. Okay. Not You Too. Feed Chris Brown. Chris Brown. Ein zweites Mal. Die zwei R&B Kings haben sich endlich versöhnt nach No Guidance. Oh. Damn. Verdammt geil. Ich bin übertriebener Fan von Slow R&B. Damn, ich wollte eigentlich gar nicht pausieren. Ich wollte es gar nicht weiterhören. Ich bin gerade zu hyped. Oh mein Gott, ich bin gespannt auf Chris Browns Part. Ich spule ein bisschen vor. Time. Hurting,
Ich werde mir dieses Lied so todesoft geben, wenn ich nachts irgendwo rumfahre, alleine, mein Handy auf Flugmodus mache. Damn. Okay, ich spule mal ein bisschen vor, ich will Chris Browns Part hören. Okay, ja, ich glaube, der kommt ganz am Schluss nochmal, unser Chris. Wo bist du, Chris? Wo bist du, Chris? Der Song ist fertig. Habe ich was verpasst? Habe ich zu viel gespult? Bei 1,45. Er hat ihn wegen dem Adlib einfach als Feature angegeben. Bro, what the fuck? Er hat einfach nur Adlibs, nicht mal. Das sind einfach nur so Hintergrund-Vocals. Und dafür hat er ihn einfach als Feature angegeben, Bro? Echt nicht, Homie. Echt nicht. Ey, echt nicht. Ich find's gut, dass sie cool sind. Aber was ist das? So, Hauptsache, er wird im Lied erwähnt und die kriegen beide ihr. Ach, egal. Ja, das Lied bekommt von mir eine 4. 4 von 5. Okay, 3,5 von 5, weil ich bin ein bisschen enttäuscht, dass Chris Brown nicht dabei war. Toosie Sly. Hören wir uns auch nur ganz kurz an. Mit einer meiner Lieblingslieder geworden. Außer, dass so viele TikTok-Tänze drauf gemacht wurden. Aber es war ja beabsichtigt, deswegen. Black leather glove, no sequin. Buckles on the jacket is a leash. Like a crossbody got a piece in. Got a dance and it's really on screeching. I'ma show you how to get it. Go right foot up, left foot up, right foot slide. Basically, I'm saying either way, we bout to slide. Hey, Kelly, this one slide. Hey, don't you wanna dance with me? No, I can dance like Michael Jackson. I could give you the passion. It's a thriller in a trap. Where we from? Baby, don't you wanna dance with me? Ich sterbe jedes Mal, wenn Drake so die Höhen in seiner Stimme mit Autotune einstellt und dann kommt so ein richtig klares Gesangserlebnis dabei raus und das finde ich einfach geil. Und das ist bei dem Song genauso wie bei, ich glaube bei Fake Love war das und Right Hand. Damn, ich bin außer Atem. Ich spule hier auch vor. Putting on myself, yeah. Lose my body, yeah. Shaky as doing the shit ourself. If I'm over shaky, we're doing the shit himself. YOLO, niggas only YOLO for real. Heard about a bunch of what we don't know for real. Things that I never seen, the truth I can't reveal. Black leather gloves, no sequins. Buckles on the jacket is a leash. Okay. And you know we out here every day with it. I'ma show you how to get it. Song kriegt von mir 4,5 von 5. Warum so viel? Weil es einfach ein geiles Lied ist. Ich scheiß drauf, dass da so viele TikTok drin so Tänze drauf gemacht wurden. Solange ich sie nicht anschaue, werde ich ja nicht davon beeinflusst. Weiß ich immer noch, dass es für mich ein gutes Lied ist. Es kann sein, dass es zu viele Leute hören und dann sagt man, das ist voll kommerzialisiert und industrialisiert und der wollte damit doch nur wieder Cash machen. Ja, sein Beruf ist Musiker halt. Natürlich muss er damit Cash machen. Und wenn man so eine Reichweite hat, dann kann man natürlich auch das System ein bisschen für sich ausnutzen. Und sagen, ey, macht einen Tanz, ich mache ein Lied und wir bekommen beide was davon. Ihr kriegt euren Fame, ich krieg meinen Cash. Und ja, ich finde es nicht so schlimm. Deswegen auch die Bewertung. Desires, Feed, Future. Und oh mein Gott, das wurde auch geleakt und ich habe es schon kurz angehört. Bro, dieses Lied ist so gut, wenn Future nicht dabei wäre. Ich weiß, ich werde dafür jetzt gesteinigt, aber Homie, Future ist auf diesem Beat einfach nicht erträglich. Ich zeig dann gleich, was ich meine. Aber das Lied an sich ist so gut. Uff. I should have put you somewhere where no one can find you. Mansion out in the sticks with nothing around you. Baby, Texas, Dallas, Texas, you know, a different environment. Der kam auf SoundCloud und ich habe gesehen, dass der im Club lief. Weil die es halt ihren Homies gezeigt haben, natürlich. Und jemand hat das gefilmt und auf YouTube gestellt. Die Leaks sind natürlich
in beschissener Qualität, deswegen sind das die gemasterten Versionen, nehme ich mal an. Und hier singt Drake einfach komplett auf einem anderen Flow, so ganz, ganz hoch mit der Stimme. Ich habe das probiert, das mit der Stimme so hoch stetig zu singen, ist einfach mega schwer. Versucht es einfach selbst mal. Komplett dieselbe Tonlage zu halten in der ganzen Hook ist schwer. Aber jetzt kommt... Homie, nein. Nicht auf diesen Beat, Future. Nicht auf diesen Beat. Das war nicht dein Beat. Deswegen spule ich vor. Sorry, ist unerträglich für mich, die Stimme auf dem Beat. Oh. Secrets. Beefing with me. Oh, diese Stelle. Oh. Friday. Bro. Niemand kann mir sagen, dass er das anhört und nicht fühlt. Und wenn alle, dann hast du keine Seele am Nein. God damn. Okay. Der Song kriegt von mir 4,5 von 5. 5 wären es gewesen, wenn Future nicht dabei gewesen wäre. Oder der Song, oder andere, keine Ahnung. Er hätte irgendwas anders machen müssen. Klingt auf jeden Fall nicht schön. In meinen Ohren. Next. Time Flies. Und ich habe gerade was gesehen. Und zwar, dieser Song wurde produziert von unserem Ozan Yildirim. Prod by OZ. Let's go. Hören wir mal rein. Man hört es doch direkt. So, ey, du weißt ganz genau, dass das OZ ist. Ja, okay, es ist halt leicht, wenn ich jetzt vorher schon geschaut habe, dass er es war. Hören wir weiter. Ja. Yeah. Yeah. MG? Right TT? Know me. Grew aside. Hey. TT. Geil. Was ist das für eine geile Hook gewesen gerade? Vor allem er sagt MG. Er hat MGA erwähnt. Aber er sagt AMG, glaube ich. Oder? Soll ich schnell schauen? Nee, aber es macht ja keinen Sinn. Er sagt ja auch TT. Deswegen denke ich, er sagt AMG. Right outside in an AMG. Ja, 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 er sagt AMG. Oder meinen die etwa MGA? Know me. Diese schnellen Snares, dieses finde ich absolut geil in dem Lied. Ich mag das übertrieben, weil dann kriegt der Beat so etwas Schnelles, obwohl er eigentlich vom Takt, von der BPM-Zahl langsam sein kann. Und deswegen finde ich das immer geil, weil dann kommt so ein bisschen kleine Variation rein und die gefällt mir. Oh! 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 Er hat sein Flow kopiert! Er hat sein Flow kopiert! Oh mein Gott, okay. Ja! Ich sag ganz genau, von welchem Lied der diesen Flow kopiert hat. Und das macht er voll oft, dass er seinen Flow nimmt und in einem anderen Lied dann nochmal integriert mit anderen Lyrics. Passt auf, oh mein Gott, jetzt kommt's mir erst. Es war auf Scorpion. Das ist einfach derselbe Beat auch, also derselbe Takt. Jetzt hören wir uns das hier nochmal an. Also ich glaube, man konnte es raushören. Es ist 1:1 derselbe Flow, nur am Ende geht er mit seiner Stimme entweder nochmal hoch oder zieht das letzte Vokal ein bisschen länger. Aber abgesehen davon ist es einfach genau dasselbe Flow. Deswegen feiert. Der Beat ist auch vom Takt ganz ähnlich. That's How You Feel. Auf Scorpion habe ich todes gefeiert, weil wer es nicht weiß oder nicht gemerkt hat, wer ja nicht so ein Drake-Süchtiger ist wie ich, beim Lied That's How You Feel beendet er einen Satz mit dem Wort und beginnt den nächsten Satz mit dem Wort, mit dem er es beendet hat. Und das zieht er durch, das ganze Lied lang. Halt, es ist eine Kunst an sich, meiner Meinung nach. Aber vielleicht bin ich auch ein bisschen zu begeistert einfach nur von Musik. Deswegen spule ich jetzt mal ein bisschen vor.
Ey. Ey, slow down. In den AMG. Oh, okay. Ich höre noch mal kurz rein, ob am Ende noch was kommt. Wir haben jetzt 2:27 reingehört. 27 und schauen wir mal. Ozzy. Ich liebe es, wenn Beat-Switches in Liedern drin sind. Für mich gehört es irgendwie dazu, 2020 Lieder zu hören, die nicht durchgehend denselben Flow haben. Zumindest in einem Album. Mindestens ein Lied dabei ist, das ein Beat-Switch hat. Das bringt voll viel Action mit rein. Mir gefällt das übertrieben. Das Lied kriegt von mir 4,5 von 5. Ja, obwohl nein, scheiß drauf, ich gebe es eine 5. Weißt du warum? Weil es mich an That's How You Feel erinnert. Deswegen kriegt es von mir eine 5. Time Flies kriegt von mir eine 5. Voll hässlich. Es wurde weniger als 1000 Mal gespielt. Die wurden alle weniger als 1000 Mal gespielt. Oder vielleicht zeigt es mir einfach nur nicht richtig an. Landed. Von? Damn. Damn. Okay. Oh. Ey! Ey! Oh! Run with it! Roll with it! Ey! And about that girl shovel cause she gold digging. Wortspiel auf jeden Fall in diesem Lied. On point, man. Was geht mit dem Flow ab? Der macht so dieses Sound, wenn es in Code. Das ist so ein bisschen so spaßmäßig, wenn ihr versteht, was ich meine. Es ist nicht so ein ernstes, sondern wirklich so, was Eminem zum Beispiel immer macht in seinen Songs. So, it's a rock for the short practice, and a rock for the short practice. So mit der Stimme ganz am Ende, so mit der Intonation spielen, damit es nochmal so einen anderen Vibe bekommt. Feier ich. Klingt anders, aber feier ich. Okay. Oh, bought an Air Drake and we take it off with it. And if I gotta land, I'ma stick it, ayy. Stick it. Baby, let it go and you gon' miss it. Miss it. Bro, this with the Cartier pen, do I sound different? Different. Hey, I always said I changed, I'm just now switching. Switch, switch. Hey, this klingt auch, als wär's von OZ. I done got a different number, cause I'm closed off. Close. Used to hit the bitch and now she wanna call me like she doesn't know that phone's off. Hey. Das hat er auch in einem anderen Lied gesagt. Paddocks doing Backflips. So halt, was bedeutet das? Paddocks doing Backflips. Meint er damit, weil sich das so immer dreht, während er tanzt oder so? Keine Ahnung. Das hat er mit Life by Life is Good, hat er das auch gesagt. Virgil bought me a paddock making backflips oder irgendwie sowas hat er da gesagt. Naja. Ich spule mal ein bisschen vor. Oh! Was geht mit dem Beat? Oh. Oh mein Gott, Bro. Der hat einfach kompletten Flex rausgehauen in diesem Lied. Alles, was sich hier angestaut hat, hat er rausgelassen. Einfach so. Krass. Ich lieb's, wenn in einem Lied eine Pause drin ist im Beat und darüber gerappt wird und dann kommt da ein richtig alles zerstörender Satz. Song kriegt von mir 5 von 5, ich feiere den gerade übertrieben. Ist zwar nichts Besonderes, aber hat auf jeden Fall einen eigenen Vibe, das gefällt mir. Okay, next. D4L mit Future und Young Thug. Okay, das klingt schon ein bisschen aggressiver, als wären wir in Futures Territorium. Aber ich will mich überraschen lassen. Southside, oh mein Gott, das wird ein kranker Banger. Southside, wie hier in Bayern. D4L, D4L. Differl, D4L, 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 D from William Farrell. Ach, egal. Hören wir einfach rein. Oh.
Hey, Sasa, where you get out of the trip? Erzähl mal. Was geht gerade mit diesem Beat, Alter? Southside! Du weißt ganz genau, wenn Southside auf einem Beat ist, die machen keinen Spaß. Oh mein Gott, ich bin gespannt, wie Drake sich auf diesem Beat anhört. Ja, okay, Future und Young Thug sind sowieso die Trap Gods. Wenn die zusammen auf dem Track sind, dann weißt du ganz genau, halt, du kannst nicht schlafen. Du brauchst kein Ritalin, hör einfach dieses Lied. Hören wir weiter. Future, ich hab gesagt, Mann, das ist nicht sein Territorium oben. Aber das, auf solche Beats, zerfetzt er einfach. Der lässt keine Stücke mehr übrig. Das ist für dich ein Filet. Oh! Ja! Was hat in der? G4L. Drake hat alles zerfetzt wieder. Ich krieg richtige Non-Stop Sicko Mode Vibes bei diesem Lied. Homie, niemand soll mir sagen, dass Drake nicht rappen kann. Niemand soll das behaupten. Echt niemand. Der hat gerade bewiesen, so, dass er ein Beat einfach zerfetzen kann, wenn es drauf ankommt. Es kommt direkt in meine Fire Playlist. God damn, was haben die da gemacht, ey? Oh. Sorry, now I'm Nike down in the motherfucking snake pit. Neue Caption. Hey Southside, where you get out of the drip? Jungle Beats. Oh. Was das? Er sagt es als Part. Das ist nicht mal Adlib, es ist einfach sein Part. Diese Lyrics, die gehen echt ganz tief. Das wird auch eine neue Caption. Okay, krass. Geiler Song. Ich feier den auf den Tod. Also das... 4,5 von 5, ganz eindeutig. Warum nicht 5? Weil es ist ein zu krasser Banger. Den kann ich mir zum Beispiel andererseits nicht anhören, wenn ich gerade im Mood bin und einfach nachts irgendwie nach Hause fahre oder so. Deswegen, aber für einen Banger ist das eine 4,5. Okay, Pain, 1993, with Playboi Carti. Ja, okay, was das Problem hier ist? Dieser Song wurde echt krass gehypt. Ich habe jetzt echt hohe Erwartungen. Ich habe Angst, dass ich enttäuscht werde. Egal, wir hören rein. Der wurde echt gehypt. Ey. Ja. Was? Death. Ey. She wasn't going as planned. Kawhi! Yeah. Okay, ich mache hier kurz einen Cut. Irgendwie, ich bin nicht so überzeugt, weil das ist nicht sein Flow.
Also den hat er offensichtlich von jemand anderem kopiert. Ich weiß nicht, ob es Lil Uzi ist, ob es Playboi Carti ist. Ich muss auch ehrlich sagen, ich höre Playboi Carti und Lil Uzi und so nicht dauernd. Wenn dann nur mal so zwischendrin, wenn es in meiner Playlist ist und die kommen, dann höre ich sie natürlich an, aber ich würde es mir kein zweites Mal anhören. Das macht ein gutes Lied für mich aus. Ist es in deiner Playlist und du hörst es zufällig und hörst es dir einfach an, weil du es duldest? Oder kannst du auf das Lied draufdrücken und wiederholt zweimal, dreimal hintereinander hören, ohne dass es langweilig wird? Dann ist es ein geiles Lied. Bei dem, ich würde vielleicht sogar skippen. Egal, wir warten mal ab. Die Adlibs sind komisch. Okay! Hört sich an wie ein Game, so ein Mario-Game. Egal. Ich habe auf jeden Fall hohe Erwartungen. Mal schauen, ob mich Playboi Carti jetzt überzeugt. Ich drücke jetzt weiter, damit wir ein bisschen Playboi Carti genießen können. Ey! Ich spule mal vor. Das ist die Hook. Shawty came from Mexico with the sweet stuff. What the fuck? Was habe ich mir gerade angehört und warum höre ich weiter? Der Song bekommt an dieser Stelle von mir eine 2 von 5. Ich weiß, ihr seid alle Playboi Carti-Fans. Ich weiß, jeder mag dieses edgy und dieses crazy und dieses verspielt und dieses new. Aber homie, irgendwann ist Schluss. Der Song hat mich überhaupt nicht erzeugt. Dieser Song hat Ohrenschmerzen erzeugt, auf jeden Fall. Was war das an? Nein, jetzt hört mal auf, seid mal ehrlich jetzt. Hand aufs Herz, wer hört sich sowas freiwillig an und sagt, ja, ein guter Song. Playboi Carti. Sorry, but echt nicht. Skipp den Song am neuen. Nie wieder höre ich mir das an. Pain 1993. Ach, egal. Scheiß auf. Wir überspringen die Bewertung. Lösch die Bewertung. Ohne Bewertung. Losses. Ich glaube, das habe ich schon gesehen, ist auch produziert von Ozzy. Sorry. Foreign Tech, Sound, Thomas und Elias auch. Keine Ahnung, wer das ist. Hören wir rein. Hey! Hey, Ah! This is a song I've been writing for a few months. I don't know. I started writing about family. Das ist. Okay, warte. Okay. This came up now. Anybody feel any way about it? I don't give a fuck. Ich glaube, das war sein Vater, Dennis Graham. Den hat er schon mal gesampelt auf Passion Fruit. Da hat er auch irgendwie so einen edgy Witz rausgehauen. Und dasselbe Witz hier auch. If anybody feel a way about it, I don't give a fuck. Auf jeden Fall smooth der Beat. Ich freue mich, ich bin gespannt. Oh, okay, es war nicht der Beat. Es war nicht der Beat. Es war wieder typisch Aussie. Was machst du mit meinen Feelings, Homie? Yeah. Shoot at a game, I gotta hug that. I was here when you was asking where the love at. Dip your finger in the bag to get your buzz back. I was wishing on a star when I was that. I've been fortunate enough to have it my way. I'm a fortune teller, listen to what I say. Yeah. Remember when we used to park up in my driveway? I always told it how it was, I never shy away. Homie, was machst du, Mann? Es gibt Leute da draußen, die sagen, Ozzy wäre overrated. Es gibt Leute da draußen, die sagen, Ozzy wäre nichts Besonderes. Dann erklär mir diesen Beat. Damn. Oh mein Gott. Ich liebe diese Slow Beats. Was ist das, Alter? Das ist minus 3 BPM am Neuen. Damn, Mann. Life is really something you get lost in. I know niggas that got famous and they bought friends.
I had friends that only had half of their heart in. Oh. It's hard to accept now, and it was hard then. Okay. But I treated you like gold, I was all in. Spoiled rotten, they could smell you before you walk in. Burning incense in your new apartment. But you got no sense when it come to... Lost you. Der, ich merke auch, wie vereinzelt kleine Beat-Aussetzer sind. Und ich glaube, er hat auch nicht so ein bestimmtes Schema, so puff, 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 tsch, 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 sondern er nimmt auch mal eine Snare weg und tut mal eine Drum dazu und macht da, mischt da halt ein bisschen rum. Das finde ich geil. Ich finde es nicht ästhetisch, wenn ein Beat immer denselben Taktablauf hat und dieselben Schema von Drums und einzelnen Instrumenten. Ich finde es geiler, wenn so ein bisschen mehr Abwechslung drin ist. Und der macht das halt immer. Der erfüllt dieses Schema halt immer. Ich spule mal ein bisschen vor, weil es klingt noch ein bisschen eintönig. Wieder eine Caption. I do it for the grams, not the gram. Damn. Uncle Sam, I tried to change for you, but that wasn't who I am. Even when being real is out of fashion, niggas keep stealing my style, now we out here matching. I did it by being myself with no dramatic acting. I couldn't sit around and wait, I had to have it happen. Lost you to the game, I gotta face that. Really think I lost you like a ways back. Always saying how a nigga never played fair. I took you up under my wing and you just stayed there. It's from the bottom, now you alone there. Shit, you treat it like it's home there. Depending on me, you were supposed to get your own share. Rappt auf jeden Fall wieder leiser und langsamer, so in sich gekehrt. Auf den langsamen Beat wird es vielleicht auf Dauer ein bisschen monoton. Deswegen, das taugt mir immer nicht so. Vor allem der Beat geht, das Lied geht 4 Minuten 31. Und 4 Minuten 31 durch denselben Flow ist nicht mein Fall. Ich hab vorgespult. Okay. Oh. Diese Samples von Ozzy sind auch immer die geilsten. Die anderen Samples waren jetzt zum Beispiel in den Liedern nicht immer so überzeugend. Aber hier beweist er halt, dass er seinen Craft drauf hat. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Geil. Feier ich. Also, jetzt wo ich merke, dass das Lied doch nicht so lang geht und eigentlich am Ende nur 40, 50 Sekunden Outro sind, 4,5 von 5. Okay. From Florida with love. With love. Mal schauen. Noah 40 Shabib. Das ist sein eigener Producer. Das heißt, es muss was Krasses werden. Plug. Noah 40 Shabib. 40 ist ein krasser Motherfucker. Ich glaube, der hat sein komplettes Views-Album produziert. Ey. Yeah. Yeah. Ey. Oh. Oh. Writing this from Florida with love. Oh. With Mexico, I knew I found a plug. Oh. Rest in peace, static, yelling, shorty, wanna thug. Thug. Bottles in the club. Club. Oh, I love the touch. Weezy play that shit for me and Kobe on the bus. When it got a chain for me, I had to give it up. Was hat der gesagt? Weezy played that shit for me with Kobe in the bus. Dang, ich muss auf Genius schauen, was das bedeutet, weil es hat bestimmt eine Bedeutung. Niggas had they pistols loaded, pointed in my truck. Ey! And you know that lesson stuck, right? From that day I never touched a road without a blue. Oh! Geil! Hasn't happened since, I guess you niggas know what's up. So. Yeah, haven't seen a six in like a month. Man. Bro, fuck, ist das Lied geil. Der flowt zwar echt langsam, aber in einer Realness, Kräftigkeit, ist ein Wort. Bro, mir fehlen echt die Worte. Das Lied ist geil. Das geht echt tief rein, Mann. Böse Potenzial auf chillige Sessions im Auto Richtung Bibliothek, auf chillige Sessions im Sommer auf Balkon mit einer Traube Minze. Oh! Auch nochmal kurz, ich liebe es, wenn der Basketball-Anspielungen macht, seitdem ich wieder ein Fan von dieser Sportart geworden bin. Egal. So viel Realness in einem Track, deswegen muss ich kurz Pause machen immer. I could lose it all if I reacted to the petty things. Und das ist sowas von wahr, weil wenn du oben bist und auf etwas reagierst, was von unten kommt,
dann kannst du immer nur verlieren. Weil du bist doch oben halt. Warum kümmert es dich, was Schafe sagen, wenn du ein Löwe bist? Das ist eine Weisheit. Die gebe ich jedem mit auf den Weg. Selbst auch mir selbst, weil ich bin schizophren und ich habe verschiedene Persönlichkeiten. Oh! What a love! From Florida with love. Bei der Hälfte an. Plug! Oh! 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 Oh. Auf jeden Fall ein richtig geiles Lied. Kriegt von mir 5 von 5. Plug! Okay, geiles Lied. Nichts gibt's nicht zu sagen. From Florida with love. Oft Mexiko ist mir aufgefallen. Potenzielles Musikvideo in Mexiko? Fragezeichen. Demons! Feat Fivio Foreign und Soja Geek. Keine Ahnung, wer die zwei Homies sind. Oh, es hört sich... Like what? Yeah. Es hört sich an wie War. Es hört sich 1:1 wie ein UK Grime. Ich hasse diese Lieder. Ich hasse solche Lieder. Ich mag Grime-Rap überhaupt nicht. Ich weiß, ich bin überhaupt nicht im Zeitgeist, aber ich habe es versucht. Es will nicht. Ich kann es anhören, aber nicht gerne. Hallo, mein Mic ist aus Versehen abgeschmiert am Ende. Das ist nicht gut. Ich habe nur noch gesagt, dass ich dem Album insgesamt eine vierer Bewertung geben würde. Es gibt viele geile Lieder. 2, 3 haben mir nicht getaugt, aber die sollen nicht ausschlaggebend sein. Deswegen 4. Mehr habe ich nicht gesagt. Ansonsten an mein Zukunfts-Ich. Bin immer noch ein Drake-Fan. Ich hoffe, das bleibt so. Und wenn nicht, dann wird er schon seine Gründe haben. Ich habe das für mich aufgenommen. Wenn es jemand anders sieht, cool, freut mich. Wenn ihr Musikvorschläge habt, immer her damit. Ich liebe neue Musik und auch darauf zu reagieren. Aber in erster Linie habe ich das für mich gemacht. Deswegen, bleibt gesund, Homies. Bye, bye.